Die Energieversorgung Marienberg wünscht eine frohe Advents- und Weihnachtszeit und viel Glück beim Adventskalender. Energieversorgung Marienberg. Nähe, Wärme, Vertrauen. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Punkt 18 Uhr melden wir uns wieder live aus Marienberg. Heute nicht vom Markt, sondern aus einem Geschäft. Und ich kann Ihnen schon so viel versprechen. Heute wird es ganz kulinarisch. Es wird köstlich. Warum sind wir hier? Für alle die es noch nicht wissen, es geht hier in den kommenden 10 Minuten um den Adventskalender der Innenstadtinitiative Marienberg. Das ist eine Gruppe, die hat sich zusammengeschlossen und die Geschäfte haben sich auf die Fahne geschrieben, Marienberg, speziell die Innenstadt, mit Leben zu füllen. Und da hat man einen Adventskalender ins Leben gerufen und heute geht es wieder ans Auslosen. Sie können also auch noch in den kommenden Tagen am Gewinnspiel teilnehmen. Die Geschäfte finden Sie unter www.marienberg.de. Wenn Sie daran teilnehmen, dann müssen Sie allerdings über 18 Jahre alt sein. Ja, und bis zum 23.12. ziehen wir das also durch, wie geplant. Und insgesamt gehen Werte bzw. Preise im Wert von 2600 Euro über die Bühne. So ist es richtig. So, soweit das Kleingedruckte. Und jetzt dürfen Sie gespannt sein, wo wir heute sind. Also, Tino Kaden steht jetzt hier an meiner Seite und da ist es für die meisten klar, wir sind im Fischgeschäft in Marienberg. Grüß dich, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und uns reingelassen hast. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich wünsche erstmal allen Zuschauern einen schönen guten Abend, ein herzliches Glück auf aus unserer Fischmanufaktur. Und wir sind heute hier, um den heiß geräucherten Lachs zu verlosen. Und also es ist ja eine Augenweide. Liebevoll zusammengestellt und ich bin mir sicher, das schmeckt richtig gut, wer es mag. Das schmeckt sicherlich gut. Ja. So, also, du hattest eine Frage dir überlegt, wie war die denn? Aus welchem Land kommt unser leckerer Karpfen? Oder aus welchem Landesteil? Und da gab es die Antwort A, aus Weißig, aus Sachsen. Oder B, Peru. C, Russland. Oder D, Kanada. Tja. Das ist jetzt schwierig. Es war sehr schwierig, ja. Ja. Und wie viele haben denn teilgenommen? Es waren weit über 100. Das ist ein Riesenpack hier. Ich habe es nicht genau gezählt in der Kürze. Okay. Also die Resonanz war riesig. Jetzt mach uns mal schlau. Wie war denn die richtige Antwort? Oder wie ist die richtige Antwort? Also unser Karpfen kommt seit Jahren aus Weißig von einer alten Familie. Wird über die Firma Mähner und Streckeweide mit bezogen. Also das sind die gleichen Karpfen, die da gehandelt werden. Unser sächsischer Karpfen, der wird ja in großen Seen gehältert und ist deswegen besonders lecker, weil der kaum zugefüttert wird. Okay. Und der ernährt sich natürlich größtenteils, hat große Flächen zum Schwimmen, auch nicht ganz so die Wasserprobleme im Sommer, wie es in anderen Landesteilen ist. Und das macht sich dann auch in der Qualität bemerkbar. Und diese Qualität kann man bei dir hier in der Manufaktur probieren, kaufen und testen zu Hause natürlich. Und da gibt es ja unzählig viele Rezepte. Jetzt lass uns ganz kurz zur Auslosung schreiten. Ich würde vorschlagen, du greifst einfach wild mal rein und übergibst mir dann die Karte und dann überprüfen wir das Ganze, ob das zum Kleingedruckten passt, wie wir es ausgemacht haben. Und dann haben wir den Gewinner. Oder eine Gewinnerin. Tja, und wenn Sie uns dann sehen, dann können Sie ja anrufen. Und dann gibt es von mir nämlich noch einen Sonderpreis obendrauf. Das zeige ich Ihnen gleich. Tino, los geht's. Du machst einfach mal eine große Mischung. Und dann schauen wir mal. So. Lösungswort A. Ja. Gehst du mit? Gehe ich mit. Ist korrekt. Gut. Über 18 Jahre ist es eine Dame. Das ist auch korrekt. Angekreuzelt ist alles. Es ist die Marina Kaden. Liebe Marina.
Wenn du uns siehst über das Kabelnetz Marienberg oder über YouTube, dann kannst du jetzt anrufen unter der 01573 24 34 33 8. Die Telefonnummer haben wir auch noch eingeblendet. Also, wir warten auf deinen Anruf und wenn wir dich dann am Ohr haben, dann gibt es von mir noch einen. Jetzt habe ich einen 25-Euro Stadtgutschein. Den kannst du dann entweder hier im Geschäft mit einlösen oder in einem anderen der teilnehmenden Geschäfte. Tino, lass uns kurz über das Geschäft, über die Manufaktur sprechen. Wie kommst du denn dazu, Fisch zu verkaufen? Oder wie ist deine Berufung, deine Intention? Berufung, ich bin das als Kind schon gewöhnt gewesen. Meine Oma war ja im Fischverkauf. Und wie ich dann später erfahren habe, war auch die ganze Familie seit dem 18. Jahrhundert, haben die das ähnliche Sortiment gehandelt. Aha. Und 1996 hat sich die Gelegenheit geboten, unser Geschäft, was mein Uropa 1949 gekauft hatte, wieder zurückzugewinnen von der HU oder der Nachfolgergesellschaft der HU. Ja, und dann haben wir das halt gemacht dann, auf die Schnelle. Und sind bis heute dabei geblieben. 25 Jahre nächstes Jahr, freuen wir uns drauf. Genau, und wir sehen es gerade eingeblendet, das ist also ein Teil vom Angebot, was du sonst hier ausliegen hast. Ja. Wir sind ja jetzt live und es ist Samstagabend, kurz nach 6. Da ist natürlich bei dir alles hygienisch einwandfrei und aufgeräumt. Samstagabend sollte leer sein. Gibt es nicht viel zu zeigen. Genau. Ganz kurz noch zum Angebot. Was kann man bei dir alles bekommen? Ja, unsere Spezialitäten sind, also unsere Schokoladenseite so gesagt, sind hausgemachte Salate. Sind immer so ungefähr 22 im Angebot, Marinaden. Verschiedene Feinkostsalate, dann haben wir eine eigene Räucherei, die wird ständig bestückt, verschiedene Filetsorten, verschiedene Räucherfischartikel. Dann haben wir Obst, Gemüse, wenn geht, aus der Region, wenn möglich ist. Ein Milchsortiment, was wir auch mit dem Fisch mitbeziehen von Rügen, von der Molkerei Proseritz, ist auch interessant. Mhm. Dann haben wir Säfte, regionalen Honig, regionale Marmeladen. Dann haben wir jetzt kommen wir zu dem. Dann kommen wir zu dem Sortiment, was uns vielleicht gefallen würde. Ja, also zumindest könnte ich mich dafür erwärmen. Ja, das Einzige, was jetzt nicht von hier ist, ist von Südtirol das Sortiment der Firma Marsatro, was zu Obstler und Grappa-Spezialitäten sind. Dann haben wir ein regionales Bier, ein Bio-Bier, den Wein vom Schloss Proschwitz in Sachsen. Ja, also man sieht, man könnte ein komplettes Menü bei dir beziehen, sich das zu Hause zubereiten und dann natürlich auch genießen. Und genau, zum Zubereiten haben wir natürlich noch einen Frischfisch. Sogar auch hier lebend schwimmt, den Karpfen. Mhm. Den kann man sich vorher nochmal angucken, zuzwingern und dann, egal, gehört dazu. Naja. Ganz kurz noch zu den Öffnungszeiten jetzt in den kommenden Tagen. Ihr gehört ja zu dem Zweig, der weiter aufmachen kann. Wir dürfen zum Glück weiter aufmachen, ja. Wir haben eine verlängerte Öffnungszeit drin jetzt am 21. und am 28.12. Das sind die Montage. Die machen wir von 8 bis 18 Uhr auch, wie den Rest der Woche auch. Der 24. ist von 8 bis 12 Uhr und der 31. auch von 8 bis 12 Uhr. Ansonsten von 8 bis 18 Uhr. Was mir jetzt noch als Frage unter den Nägeln brennt, isst du selber noch gerne Fisch? Ich esse sehr gerne Fisch. Ja? Ja, kann man ja. Hunderte, tausende Zubereitungsformen gibt es vom Fisch. Und ich muss ja jeden Tag auch kosten oder muss, ich darf kosten die Spezialitäten, die Küche zubereitet. Und vom Räuchern sowieso, ob die Salzgehalte stimmen. Also wir essen eigentlich alle jeden Tag Fisch. Mhm. Auch das Personal, das muss auch passen. Ne? Natürlich. Mhm. Wie sieht denn dann dein Weihnachtsmenü aus? Also jetzt speziell Heiligabend. Was gibt es da zu essen? Weihnachtsmenü hast du mich jetzt schon jedes Jahr gefragt. Ja, aber jetzt sind wir im Fernsehen, jetzt sind wir live. Bei uns gibt es immer Neunerlei. Traditionell bereitet meine Frau zu. Eigentlich kommt die ganze Familie immer zu uns, aber das werden wir dieses Jahr sehen, wie wir das lösen. Mhm. Ja. Auch da gibt es irgendeine Lösung. Gibt es auch eine Möglichkeit. Vielleicht wird es mir ruhiger. Insgesamt. Ja. Ja. Erstens das, oder ich habe jetzt auch schon gehört, Skype ist eine coole Idee, dass man sich die Leute also indirekt online an den Tisch holt. Mit dem Neunerlei ist schwierig. Ja. Ja, aber die können ja dann einfach gucken, wie man das dann isst. Das ist, ist eine große. Ich kann dir ganz noch, was hast du heute so gemacht, bevor ich zu meiner Geschichte komme? Ein bisschen gearbeitet. Bisschen gearbeitet. Also Großteil Büroarbeit. Ich war halt nicht selber hier anwesend. Mhm. Mhm. Ich kann dir noch eine lustige Geschichte erzählen. Ich war heute Weihnachtsbaum schlagen und wenn sie mich jetzt so beobachtet haben, ich muss hin und wieder immer so mal ein bisschen zwinkern. Ich habe einen Weihnachtsbaum geschlagen und es kam, wie es kommen musste. Er schlug zurück und genau ins Auge. Also von daher habe ich heute irgendwas
Rechtliche Arbeit ist hart. Irgendwas mit der Optik stimmt jetzt nicht mehr. Aber das kriegen wir hin. Ja, du hättest jetzt kurz vor knapp noch die Möglichkeit, an unsere Zuschauer, also deine Kunden, noch ein paar Worte fürs Fest zu richten. Ja, ich möchte mich erstmal bedanken bei allen, dass wir uns so die Treue gehalten haben über das Jahr. Es war ein schwieriges Jahr für alle. Und möchte unseren durchweg netten Kunden ein schönes Weihnachtsfest wünschen, einen guten Rutsch. Und auch denen, denen es vielleicht nicht so gut geht zurzeit oder die traurig sind, fürs neue Jahr viel Kraft und viel Stärke. Ja, und damit hätten wir es schon besprochen. Also ich danke dir vielmals, dass wir hier sein durften. Ich wünsche dir für die kommenden Tage noch viel Spaß, vor allem beim Beruf, in deiner Manufaktur, in deinem Geschäft. Mhm. Und für Sie, liebe Zuschauer, haben wir jetzt noch einen besonderen Service. Wir gucken nämlich mal, wo wir morgen sind. Das Türchen 13 geht auf und morgen sind wir bei Sport Paule. Und da, denke ich, gibt es auch wieder viel zu erfahren, viel zu reden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis morgen. Tschüss. Thank you.